Professor Dr. med. Bernhard Hemmer ist Direktor der Neurologischen Klinik am Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München und Mitglied im ärztlichen Beirat des DMSG-Bundesverbandes. Herr Professor Hemmer, die Therapie mit monoklonalen Antikörpern wird seit der Zulassung von Natalizumab viel diskutiert. Aber was sind eigentlich monoklonale Antikörper und wo liegen ihre Vor- und ihre Nachteile? Monoklonale Antikörper sind Eiweißmoleküle, die man künstlich herstellen kann und die man mehr oder weniger gegen jedes Molekül im Körper herstellen kann. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass jeder von uns Antikörper herstellt. Normalerweise braucht man die, um gegen Infektionen oder gegen Tumoren vorzugehen. Also wenn Sie eine Infektion durchmachen, dann stellt Ihr Körper Antikörper her, die dazu dienen, die Infektion auszuschalten. Die binden mit ganz hoher Bindungsstärke an den infektiösen Erreger. Und man hat nun gelernt, in Zellkultur solche Antikörper herzustellen und kann die gegen ganz bestimmte Zielstrukturen im Körper herstellen. Und diese Technologien macht man sich zunutze, um mit Hilfe dieser monoklonalen Antikörper ganz bestimmte Eiweiße im menschlichen Körper auszuschalten bzw. zu stimulieren. Wenn man jetzt von dem Natalizumab sprechen, da hat man einen Eiweißkörper hergestellt, der ein Molekül blockiert, was ganz wichtig ist für Immunzellen, um ins Gehirn zu gelangen. Und man kann dadurch sicherstellen, dass die Immunzellen es nicht mehr schaffen, ins Gehirn einzuwandern. Das ist der Vorteil eines monoklonalen Antikörpers, aber wo liegt der Nachteil? Das ist jetzt erstmal eigentlich eine Erklärung dafür, was ein monoklonaler Antikörper ist. Der Vorteil dieser Antikörper ist, dass die unheimlich spezifisch sind. Das heißt, man kann ganz gezielt gegen bestimmte Strukturen vorgehen, weil die mit ganz hoher Bindungsstärke an solche Moleküle andocken und die ausschalten oder aktivieren können. Das heißt, das ist eine ganz spezifische Therapie. Das ist ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, dass solche Antikörper ins Blut gegeben werden müssen. Das heißt, man kann die normalerweise nicht über den Darm applizieren. Das heißt, sind intravenös anzuwenden oder intramuskulär anzuwendende Medikamente. Das ist sicher ein großer Nachteil. Und der andere Nachteil, den wir ja auch vom Natalizumab kennen, ist, dass es auch passieren kann, dass der Körper plötzlich eine Immunreaktion gegen solche Therapeutika macht und selbst gegen dieses Therapeutikum reagiert und es ausschaltet durch neutralisierende Antikörper. Sie kennen das vom Natalizumab, aber Sie kennen das auch von den Interferonen, wo plötzlich das Immunsystem gegen das Therapeutikum vorgeht und es ineffektiv macht. Wie wirken monoklonale Antikörper, Professor Hemmer, und für wen kommen sie in Frage? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich ganz viele unterschiedliche monoklonale Antikörper gibt. Monoklonale Antikörper heißt ja nur, dass es eine bestimmte Art des Medikaments ist. Und man kann monoklonale Antikörper gegen ganz unterschiedliche Eiweiße generieren. Ich habe schon das Natalizumab erwähnt. Das ist ein Medikament, das man einsetzt, um Immunzellen vom Wandern abzuhalten. Es gibt aber jetzt Antikörper, die entwickelt werden, die zum Beispiel die B-Lymphozyten ausschalten. Oder es gibt Antikörper, die man einsetzt, um T- und B-Lymphozyten auszuschalten. Es gibt aber auch Antikörper, die zum Beispiel dafür sorgen, dass die regulatorischen Immunzellen, die also eher das Immunsystem regulieren und Autoimmunität reduzieren, dass man die stimuliert. Also es gibt sehr unterschiedliche monoklonale Antikörper mit sehr unterschiedlichen Zielstrukturen. Im Moment in Entwicklung und sehr weit fortgeschritten ist das Alemtuzumab. Das ist ein Medikament, bei dem man versucht, Teile des Immunsystems auszuschalten. Das ist sicher ein Medikament, was vielversprechend ist, was vielleicht in 2, 3 Jahren dann so weit ist, dass es auf den Markt kommen könnte. Das ist eher ein Medikament, denke ich, für Patienten mit sehr aktiver Krankheit. Es gibt in früher Entwicklungsphase das Rituximab. Das ist ein Medikament, was die B-Lymphozyten ausschaltet. Da könnte man sich vorstellen, dass das auch ein Medikament ist, was vielleicht bei Patienten eingesetzt wird, die mit den Basistherapeutika nicht zurechtkommen. Und bei den anderen Medikamenten, die in Entwicklung sich befinden, da kann man eigentlich noch wenig Vorhersage treffen, wie wirksam die sind, wie ausgeprägt das Nebenwirkungsprofil ist und welche Patienten letztlich das Medikament dann bekommen sollten. Noch zu einem anderen Thema, Herr Professor Hemmer. MS-Patienten wünschen sich vor allem auch oral zu verabreichende Medikamente. Bestehen hier für die nahe Zukunft berechtigte Hoffnungen, dass die Spritzenmedikation durch Tablettengabe ersetzt werden kann? Für den Wirkstoff Cladribin ist ja beispielsweise die Zulassung bereits beantragt worden. Also es bestehen Hoffnungen, allerdings
Müssen wir sehen, ob diese Hoffnungen dann wirklich wahr werden und ob die Basismedikamente, die heute ja alle gespritzt werden, ob die wirklich durch die Orals, also durch die oral einzusetzenden Medikamente in den nächsten Jahren komplett ersetzt werden. Wir werden, das haben Sie gerade erwähnt, das Cladribin mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr bekommen. Das ist ein Medikament, was sehr einfach einzusetzen ist, was man nur wenige Wochen im Jahr nimmt, was auch von der Wirksamkeit her gut ist, aber wir müssen natürlich auch sehen, wie sicher das Medikament ist. Und ich denke, da ist eine abschließende Bewertung nach wie vor nicht möglich, weil wir natürlich erst Daten über einen Zeitraum von 2 Jahren haben. Und wir, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf die Natalizumab-Studien, erst nach Abschluss der Studien eigentlich wirklich gemerkt haben, welche Komplikationen diese Medikamente mit sich bringen können. Das heißt, die Chancen sind sicher da, aber ich denke, es wird eine gewisse Zeit gehen, bis die oralen Medikamente, die bisherigen Medikamente, die man IV oder IM gibt, ablösen werden. Es gibt weitere Medikamente, die in Tablettenform möglicherweise in den nächsten Jahren kommen. Gute Ergebnisse gibt es mit dem Fingolimod, auch ein Medikament, was man als Tablette einnimmt. Auch da wird, denke ich, die Wirksamkeit nicht das Problem sein, sondern es geht da eher um das Nebenwirkungsprofil, wie sicher sind diese Medikamente. Und das gilt für weitere Medikamente, die jetzt auch in der Entwicklung sind und möglicherweise in den Jahren 2011, 2012, 2013 dann auf den Markt kommen werden.